Na, ich glaube, Folgendes spricht eine eindeutige Sprache. Wir können von Minusgraden ausgehen. Yo, hi Onliners, heute ist der 14.10., der 14. Oktober 2011. Es ist Freitag, es ist noch ziemlich früh und dunkel und all sowas. Hallo Schnuffel. Nicht früher als sonst. Aber es ist so gefühlt so. Ja, ich habe gerade mal so unsere Blumen gecheckt. Also ich glaube, wir werden sie heute Abend alle reinräumen müssen. Weil wir waren auf jeden Fall irgendwo in der Nähe der Frostgrenze. Ob sie was abgekriegt haben, wird sich ein Tag über zeigen, ob sie schwarz werden. Das wäre natürlich ärgerlich. Also Eiswachstum haben wir. Damit bleibt er drin. Tja, dann hoffen wir mal, dass unsere Blumen nicht allzu viel abgekriegt haben. Wenn doch, können wir es nicht ändern. Aber dann müssen wir so heute Abend hier in den Wintergarten reinräumen. Ist ja früher als gedacht. Alter, heute ist voll Video Day. Also für mich nicht Video treffen, sondern machen. Ich habe für unser Gemeinschaftsprojekt hier Yumi Berlin, für Alex TV habe ich jetzt noch zwei Clips durchgerendert. Die habe ich zwar schon geschnitten, aber ich musste sie ja noch rendern. Die kopieren gerade zum Download für Blauberina und dann muss ich das Mittwochs-Vlog noch fertig machen. Ich habe auf dem Clips-Kanal habe ich auch ein Video noch hochgeladen, nämlich Schnuffel beim Ziplining in so einem Klettergarten. Ja, und dann müssen wir noch das Freitagsthema aufnehmen. Aber erstmal muss ich noch ein bisschen Kaffee trinken. Ja, wo ich gerade oben bin, kann ich ja mal gucken, ob der Frost. Ja, die sehen aus, als hätte es ihnen nicht so gut gefallen, den Blättern. Eine Feige, ja, auch nicht. Die Blattrippen. Tja, jetzt habe ich es doch ein bisschen verpeilt mit dem Freitagsthema draußen aufnehmen. Und momentan ist es wieder zugezogen und der Wind, der frischt auch ab und zu auf. Das heißt, das würde dauern. Gehen. Ich glaube, dann nehme ich das Freitagsthema im Wintergarten auf. Das ist ja quasi wie draußen, nur mit Glas drumherum. Jo, hi, das war das Thema. Ja, im Prinzip ist schon klar, ich hatte es ja am Mittwoch schon angekündigt, was das Thema war, sein wird, weil diese Woche gibt es ja für mich eigentlich nur zwei mögliche Themen. Das erste, Brandanschlagsterror in Berlin, neuer Linksterror, Fragezeichen. Aber zu Bränden hatte ich ja schon mal einen Vlog gemacht. Und das überschattet jetzt ein noch gravierendes Thema, beziehungsweise ich habe Angst, dass es angefangen wird, totzuschweigen. Nämlich der Bundeslandes-Bayern-Trojaner. Hashtag bei Twitter ozapft ist. Ja, also, dass er in der Mache war, dass es sowas geben könnte. Spionagesoftware, mit der unser, tja, Gesetzgeber darf man ihn schon nicht mehr nennen, mit der unsere Obrigkeit uns gerne kontrollieren möchte, ist dann jetzt wahr geworden. Ne, also wer es noch nicht mitgekriegt hat, letzten Sonntag hat der Chaos Computer Club eine Analyse von eingesendeten Festplatten mit verdächtigen Dateien veröffentlicht und dann stellte sich raus, dass tatsächlich da Schadsoftware, im Volksmund auch Virus oder Trojaner genannt, drauf befand, der sämtliche Kommunikation ausgespäht hat, sprich der E-Mails, Skype-Gespräche, gerade Skype bietet sich als geschlossene Software super dafür an, kann kein Mensch kontrollieren, also im Prinzip alles. Interessanterweise wurde das nicht an Server hier in Deutschland zurückgemeldet, sondern an Server in den USA. Das heißt, sie haben sich nicht mal getraut, hier in Deutschland die Rechner hinzustellen, sondern mussten so irgendwo ins Ausland packen. Ja, und der, sag ich mal, Clou daran ist natürlich, dass es dieser Software möglich ist, quasi zusätzliche Schadroutinen nachzuladen. Das heißt also, die
der eigentliche Funktionsumfang ist noch nicht, sag ich mal, der finale, sondern man kann quasi Module bauen und dann werden die halt mitgezogen. Und also es bietet sich ja zum Beispiel gerade bei Laptops an, die Kamera einzuschalten oder das Mikro. Ja, das ist das eine. Das zweite ist halt, dass der Chaos Computer Club gesagt hat, naja, so geil produziert ist die Software dann doch nicht. Worüber sich inzwischen die beauftragte Firma beschwert hat und gesagt hat, naja, also wirklich schlecht ist es nicht, was sie gemacht haben. Ja, und das Problem ist, dass das Ding versendet Daten nicht verschlüsselt, beziehungsweise prüft auch nicht von der Stelle, wo es Kommandos annimmt. Und es wäre halt ein leichtes, zum Beispiel Beweise auf einem Rechner zu fälschen. Das heißt also, man kann locker mit dieser Software, Kinderpornobilder irgendwo hinkopieren auf einen Rechner. Ach, zack, und dann habe ich dich. Ja, das heißt also, dieses Stück Software ist doch ernst zu nehmen und das ist halt eine mittlere Schweinerei. Nein, es ist nicht eine mittlere Schweinerei, es ist eine Riesenschweinerei. Weil genau der große Funktionsumfang von so einer Software wurde vom Verfassungsgericht verboten. Und trotzdem wurde dieses Stück Software produziert, beziehungsweise von staatlicher Stelle, und zwar den Bayern. Auch für die gilt, was das Bundesverfassungsgericht verbietet eigentlich. Und ehe wir jetzt alle auf den Bayern rumhacken, natürlich wurde sie auch von Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und nicht anders zu erwarten von Niedersachsen eingesetzt. Krass ist jetzt, wie drumherum argumentiert wird, gerade von den Innenministern. Ja, also wenn das nicht in Ordnung ist, ja, dann müssten wir den Einsatz wohl erstmal stoppen. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen findet das ja vollkommen in Ordnung, also sieht sich keiner schuldbewusst. Also es ist also er versteht quasi nicht, worum der Wind gemacht wird. Wirklich verstehen tut man das in Bayern auch nicht. Naja gut, es verstößt zwar gegen das, was das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat, aber Herrgott, da soll man mal nicht so kleinlich sein, sagen die Herren von der CSU. Na, so der Kauder gehört auch zur CSU. Also die sind immer ein bisschen, wenn so Internetsachen und wenn wir guten Bürger das tun, na, dann ist das in Ordnung. Wenn die anderen das tun, dann ist das natürlich nicht in Ordnung. Ja. Also Konsens ist im Prinzip, sie sehen eigentlich nicht ein, dass sie theoretisch in den Knast gehören, weil das geht gar nicht. Ne? Also sie haben ja wissentlich gegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts verstoßen. Also zumindest müssten sie geschlossen zurücktreten, alle Innenminister der Länder, die das zu verantworten haben. Nee, was sie eigentlich wirklich wohnt, was sie eigentlich ankotzt, ist, dass es rausgekommen ist. Da ist nicht auch nur die Bohne Schuldbewusstsein dabei, sondern eigentlich finden sie es richtig scheiße, dass sie diese Software nicht mehr einsetzen dürfen. Vorerst. Ne? Und die Frage ist, wird sie wirklich nicht mehr eingesetzt? Können wir ja alle nicht prüfen. Ne? Also im Prinzip hat letzten Sonntag hat eigentlich, dieser Staat momentan das komplette Vertrauen verspielt. Das hört sich jetzt groß an, aber letztendlich ist es so. Niemand weiß, ob er nicht quasi gerade jetzt elektronisch ausgespäht wird. Hinten liegt mein Laptop. Okay, es ist aus, aber wenn es nicht aus wäre, man kann ja nicht wissen. Es ist halt nur zugeklappt, das heißt also im Standby. Wer weiß, vielleicht könnte man trotzdem das Mikro anschalten. Ich meine, okay, da wird man nicht viel anderes hören, als ich sowieso offen zu sagen habe. Aber letztendlich fände ich das schon gut zu wissen, wenn man mich mitschneidet und aufzeichnet. Genauso wie eben einfach in dieser Privatsphäre niemand was zu suchen hat. Ne? Also auf der einen Seite regen wir uns auf über soziale Netzwerke, dass die in unserem Leben rumschlüffeln. Und auf der anderen Seite erdreistet sich unsere sogenannte demokratisch gewählte Regierung, erdreistet sich, noch was viel Schlimmeres zu machen, uns quasi auszuspionieren. Für andere ist es eine Straftat. Das Bundesverfassungsgericht hat es verboten, also hat diese Art von Software verboten und sie haben sie trotzdem eingesetzt. Und der Hammer ist ja, dass sie nicht gesagt haben, ja okay, erwischt, machen wir nicht wieder. Nein, die ganze Aussetzung heißt nur, diese Software soll so lange nicht eingesetzt werden, wie sie mehr kann, als das Bundesverfassungsgericht erlaubt hat. Ja, okay, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Bundesverfassungsgericht erlaubt mehr,
Ich weiß nicht, wann wieder lustig Verfassungsrichter ausgetauscht werden. Das ist ja eine Möglichkeit. Naja, die andere Möglichkeit ist, ich streiche eine Funktion raus. Das Ganze ist natürlich nicht sehr scharf gefasst. Hauptsache, es tut der Sache Genüge, dann kann ich sie wieder einsetzen. Ja. Trotzdem ist es und bleibt es eine Spionagesoftware. Und wie gesagt, es geht ja nicht um die Möglichkeit, um die Technik selbst. Die können seit Jahrzehnten, also im Prinzip seit es es gibt, das Telefon abhören. In einem Teil von Deutschland wurden auch durchaus Briefe geöffnet. Ja, aber genau das ist doch der Staat, von dem wir uns eigentlich immer geglaubt haben zu distanzieren. Und jetzt machen wir das im Prinzip im größeren Stil noch viel schlimmer. Und ohne auch nur das geringste Schuldbewusstsein. Das ist ja das, was mich ankotzt. Dass es einfach technisch möglich ist, ja, das ist eben, das liegt in der Natur der Sache. Aber dass es gemacht wird, ne? Auf der einen Seite sollte es die Moral verbieten, aber weil das ja nicht so wirklich funktioniert, haben wir Gesetze. Ja, aber wenn die Leute, die im Prinzip dem Gesetzesbildungsprozess, dem gesetzgebenden Prozess am nächsten stehen, sich da nicht mal selber dran halten. Ne? Also tut mir leid, was glauben die, was passiert? Ne? Also ich sag mal, wenn da draußen die Lage anfängt zu eskalieren, also wenn es nicht nur Brandbomben, sondern auch Überfälle und Ausschreitungen draußen gibt, ehrlich gesagt, verwunderlich wäre es nicht, weil, ja, wenn der Staat oder die Staatsorgane den Respekt gegenüber den Bürgern, sag ich mal, vermissen lassen, warum soll der Bürger oder die Bürger, warum sollen die den Staat oder irgendeine den Staat repräsentierende Einrichtung respektieren? Von oben, ne, bis auf Länderebene, ne, stinkt das ganze Gebilde. Das heißt, normalerweise müsste dieses ganze Pakt geschlossen einmal zurücktreten und sagen, okay, Mist gebaut, machen wir nie wieder. Ja, machen wir nie wieder, glaubt euch sowieso keiner. Theoretisch müssten die sofort sämtliche politische Ämter niederlegen und dürften sich nicht mal irgendwo in einem Schützenverein als Kassenwart bewerben. Also das ist, boah, Alter. Man merkt, glaube ich, dass mich das irgendwie ein bisschen sehr ankotzt. Also, wie gesagt, in diesem Sinne, haltet auf jeden Fall die Augen auf. Ihr könnt niemandem mehr trauen, also auch nicht eurem Staat. Ne, der hat euch nämlich jetzt auch verlassen. Und ich hoffe mal, dass wir in irgendeiner Art und Weise dieses Gebilde mal wieder zusammengebaut kriegen. Also, ne? Firewall nicht vergessen. Na, das wird ja ein Geschnipsel. Wieder viel zu viel gequatscht, weil aufgeregt. Es liegt tatsächlich dieser Wintergeruch in der Luft, also dieser Geruch nach Schnee. Ja, ich sammle die Anna ein, wir wollen noch schnell zu Kaisers. So, es ist wohl die Diskussion hier für unseren Berliner neuen Flughafen auch erledigt. Wie ich gerade den Gazetten entnehmen kann. Schnuffel hat voll leckeres Kassler gekauft für einen Topf. Sollte ich nochmal mit dem Besen lang gehen? Ja, keine Ahnung. Und zu überraschen, wie jedes Jahr, müssen wir wieder im Dunkeln die Blumen reinräumen. Deswegen sage ich schon mal Tschüss. Tschüss, Schnuffel.